spürt ihr auch die Hitze und die Anspannung des Signals. Auf jeden Fall begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von Super Mario Bros. U. Im letzten Part haben wir die ersten drei Level erfolgreich abgeschlossen, den schwersten Secret des bisherigen Spiels herausgefunden und machen uns nun auf zu Peach Schloss Nummer 4, Meteoroidendusche. Und wenn man den hier hört, dann merkt man wohl, es wird was Übles kommen. Ein Level als Secret von Peach Schloss. Aber ist schon... Oh, Side-Scrolling und diese Meteoriten, ja. Also, man hat uns nicht zu viel versprochen. Eichelpilz! Das ist ja cool. Ich bin gespannt, was der uns bringen wird hier. Ja, also... Ich denke mal, es war wichtig gewesen, den Powerblock zu aktivieren. Und das war es auch. Weil sonst wäre diese Münze in den Abgrund gefallen. Und das wäre natürlich nicht so schön. Bisher, ja, hat das Level noch so... Ist das noch okay, das Level, würde ich sagen. Jetzt hoffe ich, dass da oben nur nichts war. Ein Stern. Ja, komm her, Stern. Ich will dich schon nutzen. Und noch ein Stern. Und Halbzeit. So. Okay, das war nur eine Starcoin. Wo sind die nächsten? Hier bekommen wir erstmal nochmal einen Eichelpilz, den wir aber nicht brauchen, weil wir schon einen Eichelpilz in unserem Besitz haben. Ich ahne ja, dass da oben etwas ist. Das sollte schon nicht zu schnell sein, weil ja das Level Side-Scrolling ist. Ja, ich muss hoch. Oh, da oben ist Starcoin, okay. Wozu muss ich die Leiter verwenden, wenn ich auch fliegen kann? Oh, ich merke, mit dem Eichelpilz ist das ja eigentlich dann noch nicht schwer. Okay, machen wir die Challenge mit dem Ring. Ja, wir machen sie. Ich fühle mich so cool jetzt. Ich fühle mich so geil. Nein, weil jetzt nicht ernst schafft. Ah, und jetzt das verloren. Aber bekommen dann noch einen. Ja, der interessiert das Ding hier. Außer jetzt falle ich runter. Boah, mir wird ganz schön warm, ganz schön heiß hier, wenn ich das so sehe. Meteoritendusche. Aber wie ich bereits sagte, also ich fand das Level jetzt nicht sonderlich schwer. Gut, jetzt hatte ich auch in weiten Teilen einen Eichelpilz. Aber... sah mir jetzt auch nicht so schwer aus, nur ich hab mich mal halt wieder so geil und so toll gefühlt und ja. Ja, und das kann ich natürlich auch sehen, wenn da dann direkt so ein Feuerding kommt. Ja, wahrscheinlich bin ich jetzt hier ein bisschen aufgeschmissen. Ich brauchte tatsächlich das Ding und das gibt's hier nämlich nicht mehr. Den Eichelpilz. Es sind, würde ich fast schon sagen, die Level so ausgelegt, dass man die immer straffen muss, würde ich schon sagen. Ne, hier ist nichts mehr. Okay. Okay, Mario, kletter weiter. Kletter bitte schnell weiter. Oh, jetzt dachte ich schon, hier hätte ich jetzt... Oh, da ist die Starcoin. Ich mach das nochmal. Das, ja, das war jetzt... Nur weil ich mich gerettet habe. Und das nur, weil ich da oben gegucken musste, ob da was ist. So, jetzt schaffen wir das, Mario. Komm. Komm, jetzt ist hier vorbei hier. Wir wollen jetzt endlich zum Finale. Ja, und dazu sage ich nichts mehr. Ich glaube mal, es ist besser, wenn ich mich umbringe. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob ich durch diesen goldenen Ring... Ja, wobei, ich brauche ja eigentlich nicht mehr unbedingt so ein...
Ja, so ein Eichelpilz. Oh. Das ist super, das ist super. Ich glaube, ich sollte erstmal nicht zur Münze hochspringen. Das ist echt blöd mit diesem Sidescrolling, wenn man dann nicht sieht, wo diese Meteoriten sind. Aber das macht es ja auch so schwer und das ist ja gut dran. Jetzt ein. Oh, ich hätte das eigentlich auch vorhin geschafft, aber das einzige Problem war natürlich, dass ich da drüben gucken musste. Puh, 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 puh. Mario, du bist manchmal ganz schön wahnsinnig. Aber bitte versteh das nicht als als ein Angriff, persönlichen Angriff, sondern nur als ein Ausdruck der Erstaunung und der... Ich weiß auch nicht mehr, die Welt macht mich, was weiß ich. Egal. Puh. Durchatmen, durchatmen, durchatmen. So, denn jetzt geht es ohne Umschweife zum großen Finale in heißem Aufzug von Peach Schloss. Peach Schloss Castle, Final Castle, heißer Aufzug. Und ich ahne Böses, ich ahne großes Böses. Es gab im Luft von dem Vital so einen Aufzug. Und den gibt's auch hier. Oh mein Gott, einen Ding. Ein Feld da, wenn schon ein Ding hier drauf ist, bleibt es stecken. Oh mein Gott. Das wird ein gefährliches Level. Und dann auch noch dieses Elektro. Oh mein Gott. Ich glaube mal, wir werden hier länger uns aufhalten. So meine These. Das Item möchte ich haben. Das Item möchte ich haben. Die Eisblume, die ist gut. Die ist gut, die ist gut, die ist gut. Ich gehe hier schon ab hier, wenn ich so ein Item sehe. Das ist die Starcoin. Boah, diese Münze hat mir jetzt das Genick gebrochen. Erst dachte ich, sie rettet mir das Leben, aber dann hat die Münze mir doch das Genick gebrochen. Eisblume, das ist gut. Man muss natürlich auch wieder, wie schon im V-Teil, es einige wahrscheinlich kennen, mit Hilfe der V-Fernbedienung das Ding hier navigieren. Und wenn ich Bomben sehe, ahne ich mal wieder was Schlimmes. So, als erstes wird dieser P-Schalter aktiviert. Ja, das ist auch wichtig. Das ist zwar wichtig. Ich dachte jetzt, man muss irgendwas freisprengen, weil das ist auch so richtig geil, dass man da auch noch was freisprengen muss mit Bomben über diesem Teil. Aber zum Glück war das nicht so. Na, und dann lasse ich mich doch noch treffen. Gehe ich auf die rote Münzen, bin ich so geisteskrank? Ja, ich bin so geisteskrank. Weil, das geht eigentlich sogar. Oh, ja, gut, dass die Münze da runter... Ist das übel, ist das übel, ist das übel? Das ist so übel. Und da sehe ich dieses zweite Starcoin. Ne, die dritte. Und das Lava steigt auch. Das Magma oder das Lava oder wie man es auch nennt, steigt unauffällig an. Jetzt kriegen wir wieder einen Treffer. Oh, das ist die Tür. Oh, schnell rein, Mario. Schnell rein. Oh, sind wir am Ziel oder was? Oh, wo ist Bowser? Okay. Doch noch kein Endfight? Okay. Gut. Ja, dann. Nein, das möchte ich jetzt nicht posten. Okay, wir haben auch noch Zeit. Dann. Aber da muss ja noch ein Level. Ja, und da ist auch ein Level. Okay. Fand ich jetzt so komisch. Ich dachte, wir treffen jetzt auf Bowser. Aber nein, da muss es hier sein.
Ja, wir speichern mal. Das wäre gut. Peachloss. Peachloss. Final Castle. Die letzte Schlacht. Dann sind wir... jetzt wohl hier. Und ich hoffe, meine Stimme hält noch durch. Oh, Bowser Junior. Willst du auch einen Fall? Ich glaube nicht. Der will nicht kämpfen. Ich glaube, er will uns direkt töten. Der haut da irgendwie diese Dinger da rein und dann springen die so komisch. Ja, und dieses Starcoin bekomme ich wohl nur mit dem Wandsprung. Okay. Wow. Ach, die fallen da so runter, wenn er darauf haut. Oh mein Gott, dann bin ich ja, kann ich ja von Glück sagen, dass ich in die Richtung gesprungen bin. Eisblume ist gut. Eisblume ist gut. Ja, hau mal rein. Oh. Ach, die geht nicht kaputt, okay. Alter, geht Bowser Junior ab. Boah, mal so richtig geht der ab. Ja, da möchte ich mal, Bowser Junior, dass du mir das hier mal kaputt machst. Ich muss mich ja nicht anstrengen, ne? Mach mal du. Ich sagte, du sollst hier kaputt machen und nicht da. Komm schon, ich will, dass du hier dein Ding runterstampfst. Geht doch. THX, mein Freund. Oh, der letzte Block. Aber egal, jetzt schaffe ich's. Ja, hau hier nochmal rein. Ist besser. Weil hier haben wir wohl nicht so viel Chancen zu überleben. Ob da was drin ist, mir egal. Ich geh mal lieber weiter. Och, schade. Warum ist er nicht in der Lava? Stirbt er nicht in Lava? Oh, mein Genes. Boah. Die rettende Tür. Moment mal, ist da was? Eine Münze? Ach, ein One-Up. Ne, das interessiert mich nicht. Ich hau jetzt einfach ab hier. Wobei, so schwer war das jetzt nicht. Wir sind schon beim Ziel? Oh mein Gott, das ging aber schnell. Gut, aber ich bin mal so und mache hier mal einen Cut. Ich bin mal so fies. Ja, und eine Feuerblume wäre auch ganz nett. Gut, wenn ihr Bock habt, im nächsten Part wartet der Endfight gegen Bowser. Ich hoffe, dann schaltet ihr auch wieder ein. Ich weiß, es war etwas kürzer, aber damit wir im nächsten Part das volle Finale von New Super Mario Bros. U genießen können. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Vielleicht der letzte. Bis zum nächsten Mal, euer Linkboy125.